Hi, wir sind Nevada Tan. Und ihr kennt uns ja sicherlich schon als Manga-Figuren. Jetzt alles über Mangas bei Kika Live. Heute hier im Spätfernsehen heißt es für euch Comics und nicht irgendwelche, nein, die coolsten Comics, seit es Japan gibt, und zwar geht es bei uns um Mangas. Ja, und dann haben wir noch eine ganz besondere Band in der Sendung, nämlich Nevada Tan, die rocken derzeit wie die Teufel die Charts. Und jetzt fragt sich der ein oder andere Comics, Nevada Tan, wie geht das zusammen? Es gibt eine wunderbare junge Frau, die wir heute im Studio haben, die hat sie gezeichnet, und zwar als Mangas. Einen großen Applaus für Marie. Hallo Marie. Du bist ja deines Zeichens Manga-Zeichnerin. Was ist denn überhaupt so toll an Mangas? Also für dich? Für mich ist der Stil ganz toll. Den mag ich ganz toll. Und ich mag die Art, wie Geschichten erzählt werden im Manga-Stil. Mhm. Wie werden die Geschichten anders erzählt als normale Geschichten? So Comics zum Beispiel aus Deutschland? Also Manga lassen sich wesentlich mehr Zeit beim Erzählen der Geschichten. Mhm. Und dadurch kann der Leser die auch intensiver wahrnehmen, mehr Gefühl und so. Okay, und zeichnen kannst du ja wirklich gut. Das machst du hier auch schon. Darf ich das mal haben? Ganz kurz. Schaut es euch mal an. So sieht es aus, wenn Marie zeichnet. Und das wird sie auch noch die ganze Sendung über tun. Wir gucken danach natürlich logischerweise nochmal drauf. Aber was mich jetzt mal interessiert, du zeichnest also Mangas, aber was hast du bitte schön jetzt mit der Band zu tun? Ja, also wir haben uns in Berlin kennengelernt und haben uns sofort gut verstanden. Und da dachten wir, naja, vielleicht können wir mal was zusammen machen. Und dann hat sich das ergeben, dass ich die Band jetzt als Comicfiguren zeichne. Und ja. Und wie das aussieht, Marie, das schauen wir uns einfach mal an. Am Anfang war das Manga. Zuerst geisterten die sechs Jungs von Nevada Tan nur durchs Netz. Und das auch als Manga-Figuren, speziell für sie gezeichnet. Und keine Frage, dabei machen sie eine gute Figur. Coole Musik nach oben drauf, das kann doch nur mindestens Top 10 in den Charts bedeuten. Timo, Yuri, Frankie, Linke und David sind auch im echten Leben sehenswert. Und Jan versteckt sich auch als Manga-Held hinter seiner Maske. Vom Manga zum Rockstar ins Kika Live Studio. Nevada Tan. Sehr, sehr mystisch. Nevada Tan als Mangas. Und wir wollen jetzt gleich mal uns die Jungs selbst angucken. Hier zum Anfassen. Ich bitte jetzt um einen frenetischen Applaus für Nevada Tan. Danke. Mal schön hinsetzen. Oh, du kannst du mal... Ja. So. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir gerade eben die Mangas gesehen und mit denen seid ihr so in die Öffentlichkeit gegangen. Am Anfang, warum das? Warum nicht gleich mit Bildern? Weil wir erstmal die Richtung auf unsere Musik lenken wollten, dass die Leute erst unsere Musik sehen, hören und dann uns sehen. Okay. Seid ihr selbst auch Manga-Fans? Ja, also ich und Jan, wir haben zum Beispiel früher Dragon Ball Z. Super Kickers und sowas, da wächst man halt so mit auf und ja, der Rest eigentlich nicht so, aber wir beide hauptsächlich. Und wie erklärt ihr euch die Faszination Manga? Das hat ja ganz viele Leute rund um den Globus irgendwie ergriffen und wie erklärt ihr euch das? Naja, also das ist einfach anders. Der normale Comic ist ja irgendwie nicht so prägnant. Auch die Augen sind immer, kann man immer erkennen, wenn es ein Anime-Manga ist und ja. Da passiert viel mehr wahrscheinlich auch. Und dann mal eine Frage an Marie. Marie, wie war denn das? Du hast ja von den Jungs, du hast sie erstmal getroffen und Bilder bekommen. Aber das ist ja jetzt nicht 1:1 abgezeichnet. Was unterscheidet jetzt ein Manga von einer normalen Zeichnung? Ja, also wir kennen Manga so, dass die Augen meistens größer sind und eine kleine Nase gibt, meistens einen kleinen Mund. Mhm. Und ja, das musste ich dann irgendwie übertragen auf die Zeichnung der Jungs. Und zwar nicht so einfach, aber es hat Spaß gemacht. Marie kann zeichnen. Könnt ihr das auch? Also Mangas zeichnen? Ich glaube überhaupt nicht. Nee. Das ist so spitze. Dann könnt ihr euch richtig schön zum Horst machen bei unserer nächsten Aktion. Jetzt wird nämlich gemalt.